Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und natürlich hoffe ich, euch geht's wie immer gut. Und ich hoffe auch von ganzem Herzen, dass ihr einen wunderbaren Tag bis jetzt hattet und dass ihr euch darauf freut, mich jetzt wiederzusehen und ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Und bevor wir jetzt so richtig mit dem Video starten, möchte ich mich zuallererst von ganzem Herzen bei allen von euch bedanken. Denn, ja, wie soll ich sagen, die Kommentare unterm letzten Video, die waren wunderbar. Also, es hat echt richtig Spaß gemacht, die zu lesen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mich wieder aufnehmt, wenn man so sagen kann, dass ihr ja, so viel Freude dran habt auch, dass ich wieder da bin und dass ihr bereit seid, gemeinsam mit mir wieder Zeit zu verbringen. Also, das war schon ein bisschen herzerwärmend, muss ich sagen. Und deshalb vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wo wir schon bei den Kommentaren sind, kommen wir auch gleich direkt zum heutigen Thema vom Video. Denn einerseits haben halt sehr viele von euch geschrieben, Franz, wir freuen uns so sehr, dass du wieder da bist. Und dazu kam dann auch noch, dass ihr euch auch darauf freut, auf das, was kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir bis jetzt noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was kommen wird. Also es ging irgendwie alles so schnell im Hintergrund, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, was ich für Videos machen möchte. Also ich habe zwar einerseits gesagt, dass ich euch die Erfahrungen weitergeben möchte, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe. Was ist mit der Stimme los? Tut mir leid. Aber, na, bisschen trocken da also oder so, keine Ahnung. Nur jedenfalls, ich möchte euch eben die Erfahrungen weitergeben, die ich gesammelt habe. Nur, das ist jetzt nicht ein Thema, das wir über zwei, drei Jahre führen werden. Also ich werde euch nicht jeden einzelnen Tag erzählen, was ich gemacht habe und so, sondern das sind halt ein paar Videos und die Erfahrungen möchte ich euch weitergeben. Und was danach kommt, beziehungsweise vielleicht auch dazwischen, das weiß ich halt nicht. Ja? Und ich habe mich deshalb auch gestern mal hingesetzt, habe mir meine Gedanken darüber gemacht, welche Videos ich denn in Zukunft wieder machen könnte. Und mir sind schon einige Ideen gekommen, aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was kommt. Denn ja, ich will mich auf nichts Spezielles festlegen und ich bin einfach offen für jede Idee, die mir in den Sinn kommt und auch für jede Idee, die vielleicht euch in den Sinn kommt und die ihr mir dann als Vorschlag unterbreitet. Und ich werde mir einfach über jede Idee meine Gedanken machen, schauen, ob sie sich umsetzen lassen, ob ich Lust drauf habe. Und ja, dann werden wir einfach sehen, was so in nächster Zeit kommt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken über die Challenge-Videos gemacht, denn einerseits sehr viele von euch haben in den Kommentaren erwähnt, dass sie sich wieder auf diese Challenge-Videos freuen. Und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, denn ich nehme an, der größte Teil von euch hat mich einfach über die Challenge-Videos gefunden und der größte Teil von euch wird mich auch nur deswegen verfolgen. Vollkommen nachvollziehbar, auch vollkommen okay für mich. Aber es ist einfach so, wenn wir uns jetzt die Welt ansehen, wie sie gerade ist. Also wir haben derzeit, man kann schon fast sagen, eine Umweltkatastrophe nach der anderen. Wie Überschwemmungen, wie jetzt gerade auch die Hitzeperiode, wodurch oder durch das folgt halt eine Dürre. Es gibt Wasserknappheit. In Italien gibt es schon Wasserrationen, also wird das Wasser halt schon rationiert. Es geht auch die Ernte aus, also die Ernteausfälle werden beträchtlich sein. Und dazu kommt dann auch noch der Krieg in der Ukraine, wo halt neben dem, dass der Krieg allgemein einfach scheußlich ist, auch
eins der Fakt ist, und zwar Ukraine ist ein riesengroßer Getreideproduzent und das Getreide liegt halt jetzt in den Kammern, in den Häfen in der Ukraine und das wird aber nicht ausgeliefert. Was auch wiederum zur Folge hat, dass vor allem in Afrika und im Nahen Osten die Hungerkatastrophe noch schlimmer wird, weil vor allem die auf das Getreide angewiesen sind. Und es hat natürlich auch zur Folge, dass allgemein eine Getreideknappheit herrscht und dadurch auch die Preise steigen, was wir natürlich auch merken, denn die Inflation wird immer höher. Und dazu obendrauf als Sahnehäubchen haben wir halt noch die Corona-Krise, die irgendwie noch immer nicht vorbei ist und wodurch auch ja, die ganzen Lieferketten langsamer sind und auch die Inflation steigt. Ja. Die Preise werden auch durch das immer teurer und wenn wir all das zusammenzählen, haben wir das halt mal auf einer Seite, sagen wir so, und auf der anderen Seite hätten wir jetzt einen jungen, gut aussehenden Typen, der sich hier vor die Kamera setzen würde, einen Tisch hinstellt, den ganzen Tisch voll mit Essen macht. Das Essen kostet dann so manchmal schon 60, 70 Euro. Mittlerweile wahrscheinlich 70, 80, 90 Euro, je nachdem. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich stelle eine Unmenge an Essen hin, Essen das für, ich sage mal, 4 Tage reichen würde im Normalfall. Wahrscheinlich sogar für mehr Tage, für mich auf jeden Fall. Und ich verleibe mir das Ganze dann innerhalb von einer Stunde oder zwei ein. Und in Anbetracht all dieser Dinge, die halt derzeit gerade draußen in der Welt vor sich gehen, wäre das für mich einfach nicht vertretbar, das zu machen. Denn es gibt einfach immer mehr und mehr Menschen, nicht nur in Afrika oder im Nahen Osten, die unter den hohen Preisen leiden. Also das findet auch hier in Europa statt, das findet in Deutschland statt, das findet hier in Österreich statt. Man hört es immer mehr und mehr Leute können sich immer weniger Essen leisten und dann kommen noch die ganzen Strompreise und Gaspreise und ganzen anderen Energiepreise noch dazu, die immer weiter steigen und für jeden wird es immer schwerer zu leben, zu überleben und ja, deshalb wäre es einfach für mich überhaupt nicht vertretbar zu sagen, ich mache jetzt wieder Challenge-Videos. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe auch, dass ihr das akzeptiert. Was dann noch ist, das möchte ich auch ganz kurz ansprechen, ganz allgemein zum Franz Ist-Kanal, da ich auch dazu gefragt wurde, ob ich da dann wieder Videos mache. Sprich, ich habe ja nicht nur die Challenge-Videos gemacht, sondern auch Mukbangs. Und ich habe mir auch dazu meine Gedanken gemacht. Und grundsätzlich, ich wäre offen für Mukbangs, aber ihr wisst, ich habe das Essen immer schon respektiert. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gewürdigt und ich würdige es mittlerweile noch viel, viel mehr. Und das hat einfach zur Folge, dass ich meine Essensgewohnheiten auch geändert habe. Sprich, eine Sache, die ich geändert habe, ist, dass ich während dem Essen so gut wie nicht mehr rede. Also nicht nur, wenn ich alleine sitze und esse, rede ich nicht mehr, sondern auch, wenn ich mit mehreren Leuten am Tisch sitze und auch wenn die reden, ich rede nicht. Denn das Essen, was vor mir am Tisch steht, das gibt mir Leben, das gibt mir Energie. Und das ist einfach so was Wunderbares und man muss sich auch immer gleichzeitig vorstellen, das Essen gibt mir nicht nur Energie und Leben, sondern es hat auch sein Leben dafür gelassen. Also egal, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ob das ein Tier ist oder ja gut, wenn es vielleicht eine Milch oder so ist, dann würde jetzt kein
musste niemand dafür sterben, aber auch die Milch selbst ist Leben. Und das Leben ist einfach mehr oder weniger bereit, sein Leben auf mich zu übertragen. Und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Und ich möchte deshalb das Essen einfach mit der höchsten Würde und mit dem höchsten Respekt essen, dem ich es zollen kann. Und deshalb rede ich während dem Essen nicht mehr und konzentriere mich einfach nur darauf zu essen. Sprich, wenn ich esse, dann esse ich und mache nichts anderes. Und daher kommt es für mich derzeit auch nicht in Frage, Mukbangs zu machen, denn da würde ich halt essen, aber auch gleichzeitig reden. Und das würde irgendwie dem Essen meiner Meinung nach nicht gerecht werden. Und deshalb, wie gesagt, gibt es auch keine Mukbang-Videos mehr. Fürs Erste zumindest. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch Vorschläge für neue Videos machen. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Ich werde mir jeden Vorschlag durchlesen und ich werde mir dazu auch meine Gedanken machen, ob und wie ich ihn umsetzen könnte. Und ja, jetzt will ich euch nicht mehr zu lange aufhalten. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.